Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier, der Lance war natürlich mal wieder und unser SK Sturm hat einen neuen Chefcoach. Nestor El Maestro ist der neue Trainer für die kommenden zwei Spielzeiten, bekommt einen Vertrag bis 2021 und ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Personalie. Das kann man, glaube ich, an der Stelle schon mal vorab festhalten. Was gibt es zu El Maestro zu sagen? In erster Linie natürlich, dass er eigentlich Jeftic vom bürgerlichen Namen her hieß, hat sich aber zusammen mit seinem Bruder Nikon sehr früh umbenennen lassen, eben in El Maestro. Das war da ein Zeitungsartikel, gerade in erster Linie wegen dem jüngeren Bruder, der galt ja als Jahrhunderttalent, hat die ganz große Karriere dann doch nicht gemacht und bei Nestor El Maestro ja, war die Sache eigentlich relativ früh schon klar, dass er lieber Trainer als Spieler werden möchte anscheinend. Also mit gerade mal, und jetzt haltet euch fest, 15 Jahren hat er sich dazu entschieden, dass er lieber Trainer werden will und hat dann gleich mal ja auf Teilzeitbasis quasi bei West Ham United angeheuert als Jugendtrainer. Und das, obwohl er selber gerade mal, keine Ahnung, einen halben Meter groß war wahrscheinlich. Aber bitte, auf jeden Fall, nach der Station West Ham gab es noch ein Intermezzo bei Juventus Turin und eben dann der Wiener Austria, alles noch im Jugendcoaching-Bereich. Danach der Wechsel zum Co-Trainer und da gab es dann gleich mal das Abenteuer Deutsche Bundesliga für ihn. Unter Mirko Slomka durfte er unter anderem beim Hamburger Sportverein, zuvor bei Schalke 04 und bei Hannover 96 als Co-Trainer eben rangehen oder arbeiten. Und das natürlich schon in dem wirklich sehr jungen Alter eine Menge Erfahrung, die er da auf jeden Fall sammeln hat können. Vor kurzem eigentlich dann erst wirklich die Entscheidung zum Cheftrainer, war übrigens auch Co-Trainer bei der Wiener Austria unter Thorsten Fink, genau das fast vergessen, aber eben dann mit ein bisschen Abstand die Entscheidung Cheftrainer zu werden und seine erste Station war dann auch gleich sehr erfolgreich. Spartak Trnava in der Slowakei, zugegeben jetzt nicht die große europäische Adresse, aber er hat Spartak eben gleich mal zum Meistertitel im ersten Jahr geführt und es war der erste Titel überhaupt, also der erste Meistertitel überhaupt in der Clubgeschichte der Slowaken. Also von dem her, besser kann natürlich eine Trainerkarriere gar nicht starten, muss man sagen. Danach der Wechsel in die bulgarische Liga zu ZSKA Sofia. Dort hatte er sogar einen noch besseren Punkteschnitt als in der Station zuvor bei Trnava. So knapp 2,3, glaube ich. Auswendig weiß ich es nicht genau. Auf jeden Fall laut transfermarkt.at, könnt ihr genau nachsehen. Und ja, dort wurde er dann nach 28 Spielen entlassen, obwohl er eben einen besseren Punkteschnitt als beim Vorgänger noch hatte und auf Platz 2 lag. Aber das soll anscheinend auch Gründe gegeben haben, laut der Pressekonferenz, was man von ihm selber so gehört hat, ohne dass er Details verraten hat, aber das waren vielleicht so ein bisschen vereinsinterne Intrigen, genau erfahren werden wir es vermutlich nicht. Auf jeden Fall kann El Maestro ansonsten noch 5 oder 6 verschiedene Sprachen, also der ist auf jeden Fall schon rumgekommen und ist ja, gebürtiger Serbe, hat aber auch einen englischen Pass, also ist eigentlich Engländer, eben weil der Vater da ein bisschen beruflich rumgekommen ist. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Die zweite interessante Personalie ist eben, dass er nicht allein kommt, sondern, ja, ihr wisst schon, er bringt seinen Bruder Nikon El Maestro auch noch mit. Der ist gerade mal 26 Jahre alt, also der ist jünger als ich. Und der ist jetzt Co-Trainer bei Sturm, also hat auch früh angefangen. Also da gab es ja auch so YouTube-Videos und nach ja, unglücklichen Auftritten in Wiener Neustadt und so weiter. Da gab es ja ein paar Geschichten so in der Zeitung. Auf jeden Fall hat auch dann Nikon, der Bruder, relativ früh die Karriere dann beendet und ist jetzt eben Co-Trainer. Und das anscheinend auch nicht gerade unerfolgreich. War auch zuvor in seinen letzten beiden Trainerstationen oder in seinen bisherigen zwei Trainerstationen Co-Trainer bei seinem Bruder. Also, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Mein Wunschtrainer wäre ja Damir Buric gewesen. Aber ich glaube jetzt El Maestro muss jetzt keine schlechte Wahl sein. Also die Vita ist, wie gesagt, schon relativ beeindruckend. Mit 36 Jahren schon so viel Erfahrung gesammelt, im internationalen Fußball vor allem. Das Einzige, wo ich ein bisschen, ja, noch so, ja, Bammel ist das falsche Wort, aber wo ich noch so ein bisschen skeptisch bin, ist halt die Spielart und die Spielweise, die El Maestro praktizieren lassen möchte. Also man weiß es natürlich vorab nicht genau, er hat sich auch nicht wirklich in die Karten schauen lassen, aber ich habe mir erstens ein, zwei ältere Interviews von ihm angesehen, wo er noch bei Trnava unter anderem war.
und ja auch bei der Pressekonferenz, weil zum einen ja hieß es klar, man kann immer über offensiv und dynamischen Fußball und so weiter reden, aber erfolgreich ist so das A und O quasi. Natürlich soll der Fußball erfolgreich sein, aber ja, da er eben auch erwähnt hat, dass Jose Mourinho so quasi sein Vorbild als Trainer ist, ja, stellt es mir ein klein wenig schon die Nackenhaare auf. Nicht, dass Mourinho jetzt unerfolgreich wäre, also zumindest in der Vergangenheit einer der erfolgreichsten Trainer weltweit überhaupt, aber ja, man erinnert sich an seine letzte Station beispielsweise bei Manchester United, was für ein Fußball da praktiziert wurde. Und da hoffe ich natürlich schon auch, dass, ja, dass wir das bei Sturm nicht auch mit ansehen müssen, gerade nach dem, ja, dem letzten, der letzten Meistergruppe quasi unter Mehlig auch noch, ne? Also von dem muss man da natürlich vorsichtig sein. Im Idealfall, wenn man das Ganze aber positiv sehen will, glaube ich, könnte es vom Fußballerischen her so ein Mix aus, ja, also es wird kein Heiko Vogel Fußball sein, aber so ein Mix aus natürlich der eigenen Komponente von El Maestro und ja vielleicht so Foda 3.0 noch sein, also quasi Fodas letztes halbes Jahr bei Sturm, bevor er uns Richtung ÖFB verließ. Das war ja doch recht ansehnlicher Umschaltfußball, will ich mal behaupten. Also damit könnte ich persönlich auch leben. Das Thema mit der Spielphilosophie, okay, das ist fürs Erste wahrscheinlich natürlich wieder vom Tisch. Allerdings könnte man sich natürlich da trotzdem im Nachhinein danach orientieren, wenn jetzt El Maestro erfolgreich wäre, wenn wir ein bisschen Zukunftsmusik daraus posaunen, mit vielleicht erfolgreichem Umschaltspiel, was Sturm ja in der jüngsten Vergangenheit nicht so schlecht zu Gesicht gestanden hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Verein das vielleicht als Philosophie dann trotzdem noch übernimmt und eben dann auch gleich für den nächsten Trainer, wenn El Maestro erfolgreich ist, wird er ja sicher den nächsten Schritt in die deutsche Bundesliga oder was weiß ich wohin gehen, im Idealfall. Und ja, dann könnte sich Sturm aber gleich mal in die Richtung auch positionieren. Also, es gibt ein paar Möglichkeiten, die Personalie ist sicher interessant, er wird polarisieren, da bin ich mir sicher, die Frage ist nur, schlägt das Pendel in die eine oder die andere Richtung? Bevor wir das Video beenden, schreibt ihr mir bitte noch gerne in die Kommentare, was sagt ihr zur Trainerverpflichtung? Seid ihr mit El Maestro zufrieden? Vor allem, was sagt ihr dazu, dass sein Bruder Nico als Co-Trainer dazukommt, dass dafür Joachim Standfest vor die Tür gesetzt wurde? Ist es für euch verständlich? Ist es vielleicht ein Weg zur, ein nächster Schritt zur Professionalisierung bei Sturm? Oder ja, hättet ihr lieber überhaupt einen anderen Kandidaten gehabt? Das will ich auf jeden Fall von euch wissen. Und ich würde sagen, von dem her war es das dann erstmal wieder von mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich. Und bis dann. Ciao, ciao.